Hey Leute, Apfel ist zurück. Sons of the Forest ist endlich erschienen. Ich zeige euch die erste Stunde des Spiels. Das Gameplay ist direkt aus meinem Livestream. Wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr auch da gerne vorbeischauen. Danke für euren Daumen nach oben und jetzt geht's los. Was steht denn da auf dem Helikopter? Puff Corporation. Aha, wir sind Teil der Puff Corporation. Na, gut zu wissen. Ich kann mich bewegen hier. Boah, Sturzflug. Fisheye, Kelvin. Ja, unsere Kameraden haben Namen. Edward Pufton. Ah, das ist eine ganze Familie, die wir suchen, praktisch. Das ist praktisch dieser Billionär, den wir laut Steam-Beschreibung retten sollen. Das ist seine Frau und das ist seine Tochter anscheinend. Seit 31 Wochen vermisst. Ah, und wir sollen jetzt die Rettungsaktion starten, so wie es aussieht. Na gut, dann machen wir mal zu. Klappe zu. Fight Demons. Wow. Wow. Oh-oh. Sind wir in einem Baum hängen geblieben? Nein, Kelvin! Oh Gott. No! Ah ja, Eintritt mit E. Okay. Und. Hey, wow, wer ist das? Hä, ist das nicht die Tochter? War das nicht gerade die Tochter, die wir auf dem Notebook gesehen haben? Wow, okay, da wären wir, Leute. Da vorne ist jemand, der Hilfe braucht. Dann gehen wir da mal hin. Hallo, entschuldigen Sie, Sir. Wissen Sie, was hier los ist? Kelvin! Oh oh. Ich glaube, er hat einen Schlag weg, oder? Oh, das sieht gar nicht gut aus. Was haben wir da für ein Ding? Ist das ein Feuerzeug? Nimm Gegenstand, folge mir, hol. Baue, bleib hier, mach Pause, beseitige. Folge mir, oder? Ja, komm. Oh, der Arme hat, glaube ich, einen Schlag weg, Leute. Klatsch. Einfach so auf die Brust heften. Okay, er scheint glücklich zu sein. Okay, mein Freund, dann folgt mir mal. So, Leute, dann sammeln wir mal Steine. Let's go. Ah, jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier läuft. Wahrscheinlich wie in Teil 1, oder? Ach, cool, okay. Man kann hier direkt die Sachen einsammeln. Aha, okay, Munition.
Notfackeln, ja. Was haben wir hier alles? Aha, ein Seil. So, wir machen einfach mal alles auf. Ja, wir nehmen alles mit. Genau wie in Teil 1. Alles kann man irgendwann brauchen. Also stecken wir es mal mit ein. Mhm, Pfeile haben wir gefunden. Kohlefaserpfeil. Klebebänder. Tja, dann würde ich sagen, bauen wir mal direkt eine Axt, oder? Wobei, warte mal, ich will erstmal da drüben noch abchecken, was das hier ist. Das sind so Leute aufgespießt. Da gucken wir mal hin direkt. So, die Klebebänder. Oh. Ey, cool, der folgt mir halt wirklich, ne? Ach, nicht erwischt. Oh, oh, was? Okay, die haben hier einen Totenschädel als Maske. Kann man das hier irgendwie abbauen? Nee, geht leider nicht. Oh, wow, okay. Die anderen wurden anscheinend aufgespießt. Ja, er auch. Nee, mit denen ist schon vorbei. Ich und Calvin leben noch. Wobei, wie viel er noch lebt... Ich glaube, er hat auch ein bisschen den Schlag wegbekommen vom Sturz, ne? Ah, sehr gut, da ist ein Stock. Okay, Leute, den nehmen wir mal direkt. Und... Tja. Zum Öffnen des Inventars drücke I. Oh, warte mal. Okay, das müssen wir umstellen, Leute. Statt I machen wir Tab. So wie im ersten Teil, ne? Dass das alles original ist hier. Oh, nice. Okay, also das Menü ist schon mal ziemlich cool. Füge der Matte Gegenstände hinzu, um sie zu öffnen oder zu kombinieren. Okay. Wo ist denn jetzt der Stock, den ich eingesammelt habe? Ach, geil! Wenn ich hier mit der Maus so rumfahre, dann kann man hier so... Wow, da gehen sogar die Koffer auf. Hey, voll gut. Das ist doch viel größer und übersichtlicher wie im ersten Teil, ne? Okay, also wir nehmen... Wie war das nochmal? Kombinieren... Kombinieren und mit Klebeband vielleicht, oder? Nee. Klebeband hat nicht geholfen. Aber wir haben doch auch Seile gefunden. Vielleicht können wir gleich irgendwie eine Axt oder so bauen, ne? Das wär's doch. Hatte ich nicht vorhin irgendein Seil gefunden? Anscheinend reicht das noch nicht, ne? Klebebänder kann ich so viele hintun, wie ich möchte. Ich kann leider nichts bauen momentan. Okay, ist aber nicht so schlimm. Dann suchen wir einfach ein bisschen noch weiter die Koffer ab. Komm mit, Calvin. Wir gehen jetzt auf Reise, Leute. Let's go. So. Tja, okay. Da wären wir. In Forest 2. Bin gerade ein bisschen ernüchtert, Leute. Die Performance, die ist jetzt gerade nicht so gut. Ne? Aber da müssen wir dann mal gucken, ob ein Neustart oder Updates vielleicht helfen. Jetzt habe ich die Grafik mal ein bisschen runtergestellt, aber oh... Oh, Leute, da hätten wir schon die erste Höhle. Aber da traue ich mich noch nicht rein. Wir gehen da noch nicht rein. Das machen wir noch nicht, ne. Ah, ist das jetzt wie in Green Hell? Wenn man hier Pflanzen findet, muss man die erstmal essen und ausprobieren. Ah, das ist anscheinend essbar, okay. Gut. So, schauen wir mal. Wir haben unten rechts eine Minimap. Wir haben wieder eine Ausdauerleiste. Uns wird angezeigt, wie stark wir sind. Also nicht besonders stark im Moment. Dann haben wir Essen, Trinken und Schlafen, wie im ersten Teil. Wir haben eine Rüstungsanzeige und wir haben eine Lebenspunkteanzeige. Okay, haben wir Schmerzmittel. Füge der Matte Gegenstände hinzu, um sie zu öffnen oder zu kombinieren. Also, was brauchen wir von der Axt, Leute? Reparaturwerkzeug. Da brauchen wir ein Seil dafür. Mhm. Öffne das Notfallpaket mit in deinem Inventar mit Tab. Das Notfallpaket. Meint er das hier? Ja. Klick auf die Aufrüstung, um das Notfallpaket zu öffnen. Ach, krass. Da ist eine Axt drin. Wir müssen gar keine bauen. Ein Handbuch, ein GPS-Gerät und eine Taktik-Axt. Okay, Leute. Geht das wie in Teil 1? Dass man das mit dem Rucksack verbinden kann. Ne, es ist schon verbunden. Ah, okay. Mhm. Das ist schon hier dran praktisch auf Schnellleiste. Okay. Gut. Dann hätten wir eine Axt am Start. Ah, sieht doch schon mal ganz schick aus hier, ne? Da hinten so der Berg und der Wald hier und das alles. Calvin, wo gehst du hin? Du läufst in die falsche Richtung. Okay, Calvin will einen Umweg nehmen. Kein Problem, wir lassen ihm seine Freiheiten, ne? So.
Chat, ich versuche gleich nachher auf euch einzugehen hier im Stream. Ich muss selber erstmal klarkommen hier im Spiel, ne? Es ist alles komplett neu für mich. In Teil 1 wüsste ich jetzt sofort... Oh, hi, da ist er ja wieder. In Teil 1 wüsste ich jetzt sofort, wo ich hinlaufen müsste und was ich alles tun müsste, um alles zu finden. Aber hier in Teil 2 jetzt alles neu, ne? Aber das ist gerade das Gute auch, ne? Das ist gerade das Schöne. Alles ist neu, man entdeckt alles jetzt wieder von vorne. Oh, was haben wir hier? Das kennen wir doch irgendwo her. Oh. Okay, da ist auf jeden Fall jemand aufgespießt worden und sein Bein auch gleich mit. Puh, okay. Ja, wir haben ja jetzt schon ein Feuer, Leute. Wir könnten eigentlich schon mal in die erste Höhle reingehen. Ich meine, jetzt ist die Frage, geht Calvin mit? Und die Frage ist, was passiert, wenn Calvin stirbt? Können wir ihn nochmal aufheben? Hat er eine zweite Chance? Komm, Leute, wir gehen direkt rein in die erste Höhle. Was soll's? Ihr wisst, ich bin nicht so der Base-Building-Typ. Ich bin ein Entdecker. Ich will die Items finden. Ich will coole Sachen finden. Pfeil und Bogen, Waffen. Ich will Sachen haben, mit denen ich hier mich zur Wehr setzen kann. Denn wir werden bestimmt auch auf der neuen Insel hier wieder Kannibalen treffen. Das ist schon mal ganz sicher. Let's go, wir gehen direkt in die erste Höhle rein. Ja, ein bisschen muss ich aber noch die Steuerung gerade mal anpassen. Machen wir so. Ja. Pfeil und Bogen muss einfach sein, den brauchen wir. Was war denn das? Gut. Ah ja, okay. Gut, wo ist Calvin hin? Calvin, hallo? Schätzelein, wo bist du? Ja gut, danke für die 500 Bits, mein Lieber. Dankeschön. Ja gut, Calvin, der ist gerade noch nicht auffindbar, aber wir gehen hier einfach mal rein jetzt. Vielleicht will er auch nicht mitkommen, kann auch sein, ne? Zum Ausrüsten deines GPS-Geräts drücke M. Ach so, wir hätten vielleicht draußen mal gucken können, wegen GPS, ne? Also von der Beleuchtung her klappt das schon mal ganz gut mit dem Feuerzeug. Offenbar haben wir ein elektronisches Feuerzeug. Lufttank gefunden. Oh. Sunset Times. Huffcourt Outbits Sahara Therapeutics from for Remote Island. Was heißt denn das? Puffcord Outbits. Therapeutics. Location of Island is still unknown. Lawyers are under strict NDA. Aha, die Sahara Corporation aus dem ersten Teil, Leute. Ah, man kann sogar ein bisschen näher rangehen hier. Die Sahara Corporation aus dem ersten Teil hat hier offensichtlich wieder seine Finger im Spiel, ne? Und warum kann ich jetzt meine Axt hier nicht in die Hand nehmen? Jetzt auch so. Okay, machen wir das Licht mal wieder an. Was haben wir hier noch? Munition collected. Alright, was haben wir denn jetzt alles aufgesammelt hier? Batterien, ein Handbuch, Munition und das GPS-Gerät wollten wir ja ausrüsten, haben wir gesagt, ne? Ja, jetzt haben wir keine Verbindung natürlich. Okay, Leute, wir erkunden mal die Höhle. Und dann später gucken wir mal, wo das GPS-Gerät uns hinführt. Ich dachte mir jetzt gerade so, komm, wir gehen jetzt erstmal in eine Höhle rein, weil wir wissen eh gerade nicht, was wir draußen machen sollen. Aber das GPS-Gerät wird uns bestimmt zu einem Ziel führen. Wo? Oh, Hallöchen. Spannend, spannend, Leute. Wow, alles klar. Gucken wir mal, ne? Vielleicht finden wir gleich irgendwo ein paar Stofffetzen, dann können wir eventuell eine Fackel auch bauen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt im zweiten Teil besser ist wie im ersten, denn... Was war das gerade? Ich wollte gerade sagen, im ersten Teil war es ja so, dass die Fackel nicht so gut war. Was war denn das gerade für ein komisches Geräusch?
Habt ihr das auch gerade gehört? So ein Raunen war das, ne? Das war mein Magen, ach so. Ich traue mich hier gar nicht weiterlaufen, ne? Ich habe so Angst, dass da gleich irgendwie ein Mutant oder irgendwas um die Ecke gerannt kommt. Oh, oh. Wow! Hallo? Entschuldigen Sie, Sir, ich bin nur auf der Durchreise. Hallo? Wow! Boah, der hat aber ganz schön Damage gemacht gerade. Richtig Lebenspunkte gerade verloren. Hä, weil die können nicht sehen, oder? Die sind blind. Okay, wir gehen mal weiter. Wow! Was ist das für ein Viech? Wow! Oh mein Gott! Oh Gott, ich bin weg hier. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Nichts hier weg hier. Oh, das ist... Ja. Nein! Nein, was? Er hat mich gewone-hitted. Okay, die Höhlen, die sollte ich vielleicht am Anfang doch noch ein bisschen meiden. Oh, oh. Da ist mein Messer. Hä, wo bin ich gelandet? Wo war ich denn da jetzt drin gerade? Ew. Aus was habe ich mich da gerade rausgeschnitten? Aus so einem komischen Ekelsack. Ah, das ist mein Inventar praktisch, okay. Aha, ich habe alles wieder collected. Hä, lol, wo bin ich denn jetzt gelandet? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Okay, Leute, wir müssen auf jeden Fall gucken, bevor wir in die Höhlen reingehen, dass wir unsere Lebenspunkte hochbekommen. Ja, wir sind am Anfang wieder, Leute. Wir sind direkt an der Stelle wieder respawned. Die haben uns hier einfach in so einen Sack reingehangen. Okay, Leute, also das lassen wir erstmal. Wir gehen erstmal wieder raus. Wir bauen uns jetzt eine schöne kleine Hütte mit Calvin und gucken, dass wir unsere Lebenspunkte hochbekommen, weil das hat so keinen Wert. Okay, aber schon mal gut der erste Eindruck, ne, von der Höhle. Ah, da ist er ja. Calvin, hast du mich vermisst? Hallo. So, Freunde. Also, wo ist mein GPS-Gerät? Das sagt uns jetzt, was wir tun sollen. Na, hat er Wasser im Ohr, der Calvin? Gut, da drüben, da ist der Helikopter abgestürzt. Und wir haben hier drei Ziele auf unserem GPS. Aber, oh, boah, ich hätte fast Calvin gehauen. Das wollte ich aber nicht. Moment, mit Taste M. Aha, mit Taste M können wir praktisch hier GPS in die Hand nehmen. Jetzt ist die Frage, kann man das größer machen? Ja, mit mittlerer Maustaste. Schaut mal, hier, zack. Okay, geil. Dann gehen wir mal zum ersten... zum ersten grünen Dingens, was da leuchtet, Leute. Da gehen wir mal vor. Ergo, servus. Der hat gar nicht gemerkt, dass du weg warst. Ja, er ist offensichtlich ohne mich klargekommen. Oh, ein Eichhörnchen. Dankeschön. Daraus bauen wir uns später eine super gute Rüstung dann aus dem Eichhörnchenfell. Falls das wieder wie in Teil 1 funktioniert dann, ne? Aha, was haben wir hier? Oh, da müssen wir gleich mal probieren. Nom nom. Aha, die sind also essbar. Also ich glaube, dieses grüne Essenssymbol bedeutet, dass die Pflanzen hier essbar sind. Es sieht so aus, als hätte man wieder wie in Teil 1 viel zu essen in der Umgebung. Ist natürlich die Frage, wie schnell respawnt der Kram, ne? Im ersten Teil ging das ja immer recht schnell. Oh, warte mal, Blaubeeren. Die Blaubeeren sind auch wieder zurück, Leute. Egal, wie er sie isst, ne? Schaut mal. Habt ihr gerade gesehen? Der hat das so hochgeschnipst. Hey, cool. Richtig geil gemacht mit der Animation. Komm, ich will das nochmal sehen. Ah, jetzt hat er es nicht gemacht. Aber hier nochmal. Komm, noch einmal da schnipsen, bitte. Ah, schade, er macht's nicht. Ah, schade. Das war gerade cool mit dem Schnipsen so. Voll gut. Ah, richtig gut gemacht. Geil, geil, geil. So, okay, dann gehen wir mal weiter. Mit mittlerer Maustaste haben wir gesagt. Können wir hier, genau. Können wir hier das GPS ein bisschen einstellen. Dann gehen wir mal hier geradeaus. Und da rechts davon ist auch noch so ein... Oh! Da hinten läuft was. Da ganz weit hinten. Da läuft jemand. Oh shit, Leute, die Kannibalen sind auch wieder da.
Wollen wir den mal hier investigaten? Wollen wir da mal näher ran? Mal kurz eine Blume snacken nebenbei. Da liegen Fliegenpilze rum. Die sind bestimmt nicht gut. Da ist gerade ein Kannibale vorbeigelaufen, Leute. Also es sah zumindest aus wie einer. Aber schon ist er weg, ne? So schnell geht's. Was ist das hier? Spinnenweben? Kann man die wegmachen? Kann man da hängen bleiben? Nee. Okay, der Kannibale, der ist über alle Berge offensichtlich. Dann gehen wir mal weiter unserem Ziel nach. Oh, da ist ein Hase. Ah, verdammt, er ist weg. Ich krieg ein bisschen Angst um Calvin, Leute. Ich will nicht, dass er stirbt. Vielleicht können wir ihn noch brauchen, ne? Vielleicht ist er uns noch eine Hilfe. So, mal kurz was snacken. Ah, cool hier mit dem Fluss, ne? Oh, warte mal, kann man da bestimmt was trinken, oder? Ja. Funktioniert auf jeden Fall. So, gucken wir mal hoch. Gehen wir mal weiter. Okay, da ist nochmal eine Pflanze. Boah, das Rauschen gerade von den Bäumen. Alter. Vorne ist ein Reh auch. Schade, dass ich noch kein Seil habe. Dann würde ich mir jetzt gleich einen Bogen bauen. Ah, nice. Perfekt. Das sind nochmal ein paar Beeren. Mal schauen. Kann man wie in Teil 1 die wieder kaputt schlagen? Wie war das? In Teil 1 konnte man mit seitwärts laufen und springen, sich schneller bewegen. Oh. Ja. Man kann mit Nahkampf. Da war gerade links von mir irgend so ein Kannibalengeräusch. Oh ja. Oh oh, da läuft was. Moment. Soll ich jetzt schnell hier? Ja, komm. Wir riskieren es eben schnell. Ich nehme schnell das Tier aus. Aha, da ist unser Kannibalenkumpel wieder. Der uns da gerade so ins Ohr geschrien hat. Na, wo ist er jetzt hin? Oh! Da ist er. Sind sogar zwei. Hallöchen. Boah, das ist fies, ne? Die verstecken sich hier in dem hohen Gebüsch. Ja, okay, komm, die haben hier einen Vorteil. Ich hau ab. Oh, die springen hier von Baum zu Baum. Aber bis jetzt... Ja, die haben hier in dem hohen Gebüsch einen Vorteil. Komm, wir hauen erstmal ab. Wir hauen erstmal ab. Ist den Kampf gegen solche, die suche ich jetzt erstmal nicht. Die können ja aus jedem Eck herausgesprungen kommen. Ohne dass es für mich vorher erkennbar ist. So, Freunde, der Ton passt, oder? Schreibt das mal bitte nochmal kurz in den Chat, dann kann ich da nochmal überprüfen, ob das für euch so okay ist. Alles klar, Leute, vielen Dank. Kleines Stück hier müssen wir noch laufen. Ich bin so aufgeregt, Leute, ne? Ich bin so aufgeregt. Ich habe in Teil 1 wirklich jeden Stein umgedreht. Und alles gesucht, was man suchen und finden kann. Und wir finden hier... Hä? Calvin? Hast du eine Freundin? Okay, die Dame hat drei Beine. Hä? Hey, warte mal. Rede mit uns. Ich wollte mich nur vorstellen.
Wie, sie ist langsamer geworden? Hä, wer ist das? Also kann man auf jeden Fall schneller rennen mit drei Beinen, ne? Entschuldigen Sie, Madame, ich habe keine bösen Absichten. Sie brauchen keine Angst haben. Hallo? Wow! Ja, gelenkig ist sie auf jeden Fall. What? Sie hat drei Arme, drei Beine, was geht denn ab? Hä? Wow, okay. Aber wieso rennt sie immer weg? Hey, bleib mal stehen. Okay, also sie hat anscheinend momentan nicht so wirklich Bock auf uns. Aber mal schauen, die Dame werden wir bestimmt nochmal treffen. Wow, okay, alles klar. Der Wahnsinn. Oh, Martin, dankeschön. Dankeschön für den Sub, mein Lieber, danke. Es wird auch langsam dunkel, ne? Die Sonne geht unter. Wir sollten schauen, dass wir bald eine Unterkunft bauen. Ist Kevin noch da? Ja. Komm mit, mein Freund. Wir müssen jetzt eine Unterkunft bauen. Du musst mir helfen. Wow, drei Rehe auf einmal. Ja, wie geil. Man kann die halt einfach wie im ersten Teil wieder so im Laufen schnetzeln, ne? Oh Mann. So, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann können wir uns wieder einen Schneeanzug bauen. Das geht bestimmt auch wieder in Teil 2. Oh, nice hier, ne? Mit den Bergen dort hinten. Was haben wir hier? Eine unbekannte Pflanze. Mhm, ein paar Beeren. Lachsbeeren. Ja, wir haben immer noch das Problem, dass unsere Lebenspunkte relativ niedrig sind. So, laut GPS soll hier was Interessantes sein. Und was haben wir hier? Ein Camp, oder? Hä? Ne, kein Camp. Hä? Ein paar, ja, keine Ahnung, was das für Leute sind. Minenarbeiter vielleicht. Okay, es wird dunkel, Leute. Wir müssen gucken, dass wir... Oh, das ist eine Höhle. Ah, okay. Mhm. Jetzt passt mal auf, Leute. Survival Handbook. Man kann doch bestimmt wieder solche Flaggen bauen. Eine Flagge, mit welcher man Stock und Axt. Stock im Boden rein. Achso, dann brauche ich ja jetzt. Modus wechseln, warte mal. Hä? Achso, jetzt habe ich noch mehr Optionen hier. Das ist ein bisschen anders wie in Teil 1, ne? Da muss man sich auch erstmal zurechtfinden. Ja, aber um eine Flagge zu bauen, müsste ich jetzt erstmal Stoff finden und den habe ich gerade eben noch nicht. Okay, dann bauen wir hier mal mit QR, drehen wir, genau, machen wir das einmal so. Zack. Und dann bauen wir hier diesen. Wir brauchen erstmal zwei Baumstämme. Dann bauen wir erstmal hier so einen kleinen Jagdunterstand. Machen wir erstmal ein bisschen Licht an hier. So, zack. Ja. Und. So. Ach cool, man kann wieder zwei Baumstämme in die Hand nehmen. Wie in Teil 1, okay. Hey, geil, er hat... Warte mal. Ach, krass, er benutzt doch die Teile aus der Umgebung anscheinend. Also, wenn man da mehr Baumstämme in der Umgebung rumliegen hat, dann muss man die nicht aufheben. Warte mal, das probieren wir nochmal aus.
Wir bauen mal fix nochmal hier den Baum ab. Na komm. Guck mal hier, man kann hier so hingehen, Leute. Hä, nee, muss man doch aufheben. Das hat gerade den Eindruck gemacht, als hätte er den dritten so reingesteckt. Ja, hat er ja auch, ne? Und keine Ahnung, was das gerade war. So. Okay, hat geklappt, Leute. Geil, nice. Können wir speichern. Neuer Spielstand. So, und übernachten mit Y. Okay. So, jetzt haben wir wieder Licht. Sehr schön. Cool, cool. Okay. So, dann hätten wir die Basics schon mal erledigt. Jetzt würde mich aber gerade noch interessieren, kann man nicht irgendwie das GPS-Gerät hier mit dem Rucksack verbinden? Raw Fleisch. Okay, also an der Übersetzung muss noch ein bisschen gearbeitet werden. Was ich halt komisch finde, ist, ich habe hier keine Schnellleisten-Dinger irgendwie. Ach! Mit Tab gedrückt halten. Und dann so anklicken. Ah, okay. Kevin, guck mal. Okay, es scheint ihn nicht zu jucken. Hey, er zeigt wohin. Kevin, was los? Oh, shit. Oh, oh. Kevin, du hast die Einwohner verärgert, weil du deren Beeren gegessen hast. Die haben die hier in mühevoller Handarbeit angepflanzt. Letzten Sommer. Um sie jetzt ernten zu können. Und jetzt hast du sie einfach reingesnackt. Jetzt sind die Kannibalen sauer deswegen. Okay, Leute, wir können ja mal rohes Fleisch... Oh. Nein, wir können kein rohes Fleisch machen. Da kommt jemand. Wir haben Besucher. Ne, mit Mausrad geht nicht. Entschuldigen Sie, Sir. Oder Madam. Ja, es ist eine Sie. Wow! Wow! Oh mein Gott, die Kannibalen haben neue Fähigkeiten. Die können einfach in der Erde verschwinden. Oh Gott, wir sind verdammt. Die Kannibalen haben dazugelernt. Nein, das ist bestimmt noch ein Early Access Bug, Leute. Wow, das war gerade echt, ja, War das jetzt einfach nur creepy oder war das ein Bug? Oh, aber wie gut. Okay. Nun, tja. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal weiter, oder? Wobei, wir wollen ja noch schauen, hier wird ja irgendwas angezeigt, ne? Kann es sein, dass hier irgendwo... Also laut GPS soll hier ein Point of Interest sein. Aber bringt mir halt irgendwie gerade nichts, ne? Hier ist halt nichts. Ja. Bestimmt ist hier diese Höhle damit gemeint. Und... Dafür will ich aber erstmal volle Lebenspunkte haben. Ah, wartet mal, Leute. Man hatte doch in Teil 1... die Möglichkeit mit... Modus wechseln. Man hatte doch die Möglichkeit durch Fleisch grillen. Dass man da die Lebenspunkte wiederherstellt. So, was muss ich denn hier machen? Ich muss einen Stock nehmen. Dann den Stock brechen. Ah, hier verstärktes Feuer, oder? Mit Steinen. Okay, Leute, also das Crafting scheint in Teil 2 ein bisschen anders zu laufen. Man muss hier offenbar alles... Aha, man legt das hier so auf den Boden praktisch. Ah, das Crafting ist ganz anders in Teil 2. Man baut nicht mehr aus dem Buch raus. Wow, Kevin, was war denn das? Nicht stolpern, mein Freund. Jetzt ist die Frage, jetzt habe ich hier das Fleisch, ne? Nein, nicht essen! Nein! Ich wollte es doch reinlegen. Oh, schade. Jetzt habe ich mein Fleisch verschwendet. Okay, Kevin. Geh du mal hier pennen. Mein Freund. Chill du mal hier ein bisschen. Bleib hier. Hier versteckt. Oder einfach hier. Machen wir hier. Komm. Bleib du mal am Feuer sitzen, Kollege. Ich schaue, dass ich noch mal ein bisschen Fleisch besorge.
Aber wir haben doch eigentlich relativ viel Fleisch schon geholt von Rehen, ne? Wir haben doch schon ein paar Rehe gekillt, Leute. Muss das hier nicht irgendwo sein? Drüben haben wir noch Totenschädel. Ich habe richtig viele Rehe gekillt, aber das Fleisch liegt hier nirgends. Was haben wir hier? Druckerharz. Ja, es gibt, glaube ich, 3D-Drucker in Teil 1, ne? War doch auch die Rede von. Okay, Calvin, du chillst hier gerade, dann... Na gut, für ein bisschen Wasser können wir ja mal hier... Ich glaube, ja, ich glaube, Bären machen auch Wasser wieder ein bisschen hoch. So war es zumindest in Teil 1. Tja, Das Inventar sieht viel aufgeräumter aus. Ja, finde ich auch besser, ne? Ah, hier Medizin, Leute. Jetzt können wir die Lebenspunkte wiederherstellen. Ja, perfekt. Jetzt geht das endlich hoch. Was haben wir hier? Samen. Klebebänder. Was haben wir alles? Handgefertigter Speer. Mit 2 Stöckern. Handgemachter Bogen. Dafür bräuchten wir ein Seil, Leute. Wir brauchen Stofffetzen auf jeden Fall. So, wo haben wir denn genau hier? Zack, zack. Hier mit dem Speer, Leute. Ne? Handgemachter Speer. Wieso kann ich den Speer nicht bauen? Ich habe doch genug Stöcke. Ich habe 2 Stöcke und... Achso, und das Messer dazu. Ah. Verstehe. Cool, wir haben einen Speer gebaut. Jetzt ist die Frage, wie kann ich den Speer jetzt hier mit meinem Rucksack verknüpfen? Das muss doch irgendwie gehen. Aha, einfach rechtsklick und fertig. Und jetzt ist er dran, oder? Ah, okay. Das haben die ein bisschen vereinfacht in Teil 2. So, kann ich Calvin hier was geben an Waffen? Nimm einen Gegenstand. Hä? Ah, ich kann Calvin auch Gegenstände geben. Wie er sich freut. Aber Mann. Aber mein Speer kann ich ihm nicht geben. Okay, also gut, Calvin. Dann gehe ich jetzt mal jagen. Sieht so aus, als hätte ich die Fleischstücke vorhin nicht mitgenommen. Wow. Oh, das war ein Ruckler gerade. Ey, geil, man sieht jetzt in Teil 2, wie der Speer fliegt. Das wird jetzt angezeigt. Das finde ich aber geil, ne? Dass man jetzt die Flugbahn vom Speer sieht. Das heißt, wenn ich so werfe... Aha, der bleibt sogar stecken. Sehr gut. Okay. Aha, da haben wir schon unser erstes Ziel. Hey, das ist ja viel besser jetzt mit dem Werfen in Teil 2. Nein! Das Reh hat mein Speer im Hintern und läuft weiter. Das wird bestimmt gleich umfallen, oder? Oh, was haben wir hier? Da haben wir noch ein totes Reh. Aber ich würde gerne meinen Speer zurückhaben wollen. Das finde ich eine extrem geile Verbesserung, Leute. Im Vergleich zu Teil 1. Dass man jetzt die Flugbahn der Gegenstände, die man wirft, sieht. Hey, sag mal, wie lange lebt denn das Reh noch? Das läuft hier einfach weiter. Moment, ich mache den Speedrun-Trick aus Teil 1 wieder. Seitwärts laufen und springen. Aber das scheint nicht mehr so effektiv zu sein jetzt in Teil 2. Außerdem habe ich das Reh jetzt aus den Augen verloren. Nein, da vorne ist es. Oder? Ja, ich habe das Reh verloren. Wir müssen einen neuen Speer bauen. Ah, verdammt. Dass das Tier nicht ausblutet, ne? Weiß ja nicht. Also ich könnte nicht so weit laufen, hätte ich einen Speer im Hintern. Oh Mann. Okay, Freunde, dann werden wir jetzt das andere Reh, was da noch rumlag, mitnehmen. Das kann man ja Gott sei Dank, ja, hoffentlich erkennen. Ich würde auch gerne zurück... Ah ja, was haben wir denn da Schönes? Da haben wir noch mal ein paar Rehe. Also, dann bauen wir noch mal ein paar Speere, meine Freunde. Messer. Ist ein bisschen schwammig, die Steuerung mit der, mit dem Mauszeiger im Inventar, ne?
Aha. Hey. Hey, wo ist mein Speer jetzt hin? Oh. Ah, da haben wir ihn. Okay, der ist gerade ein bisschen im Boden reingeglitscht. Steve, grüß dich. So, wo sind die Viecher? Na gut, das Feuerzeug können wir eigentlich auch mal ausmachen, ne? Hey, aber es scheint so, Leute, als wäre auch in Teil 2 das Feuerzeug wieder endlos, ne? Na? Okay. Ein Reh haben wir zwar keins, aber dafür ein Eichhörnchen, immerhin etwas, ne? Ey, yo, wir haben doch jetzt auch Eichhörnchenfell. Wir können doch bestimmt dann auch ein paar Beeren sammeln für unseren Kumpel Kelvin, oder? Wo haben wir denn die Felle? Hier. Tierhaut kombinieren. Tierhautrüstung. Boah, den Fellanzug gibt's nicht mehr, Leute. Man muss jetzt jedes Teil einzeln bauen. Das ist ein Downgrade in Teil 2. Scam. Und was haben wir hier noch? Genau, Knochen. Anscheinend wird bei der Tierhaut auch kein Unterschied mehr gemacht jetzt. Also egal, ob ich jetzt Reh oder sonst was einsammle, alles ist gleich. Na komm her, du. Kräuter in Hülle und Fülle. Das ist wie in Teil 1, ne? Also man findet hier in Hülle und Fülle Kräuter und Beeren und so. Es kommt ja drauf an, also bestimmt auf den höheren Schwierigkeitsgraden wird das dann auch weniger, ganz bestimmt. Oh, jetzt könnten wir es nochmal versuchen, Leute. Ah, es rennt weg. Nee, komm. Lassen wir es gut sein. Wir machen hier. Genau, wir machen hier erstmal ein bisschen anheizen. Und raw Fleisch. Das können wir jetzt hier grillen, auf jeden Fall. Ups, falsche Taste. So, Kelvin, es gibt Essen. Oder? Nee, ist noch nicht ganz fertig, ne? Also, es steht hier dran, dass man es schon essen kann, aber das ist ja noch roh eigentlich, oder? Raw Fleisch collected. Aha. Hey, aber ich finde das schon cool, ne? Man kann hier einfach so das Feuer mit E anklicken. Und dann wird hier so die Option einfach gegeben, ne? Und was ich auch richtig gut finde, man kann hier das fertige Fleisch jetzt runternehmen vom Feuer. Das ging in Teil 1 nicht. Das ist richtig gut gemacht, finde ich. Nimm Gegenstand. Kelvin, du kriegst was zum Futtern jetzt. Oder auch nicht. Ich will ihm was zu essen geben, aber es geht irgendwie nicht, ne? Komisch. Okay, das nächste Teil ist fertig. Tja, Kelvin könnte jetzt hier was futtern, wenn er möchte. Er ist herzlich eingeladen. Folge mir, hol, baue, bleib hier, mach Pause. Hier, mach Pause. Ich lasse das Stück Fleisch jetzt mal hier dran. Okay, er setzt sich lieber in den Schatten. Ah, nee, er ist das hier. Okay, ja gut. Ja. Ich lasse das Stück Fleisch trotzdem mal hier drin. Ah, das ist verbrannt. Schade. Ah. Na komm, dann nehmen wir es raus. Nicht, dass er es noch isst. Der Kerle, der Arme. Ja, er tut mir auch ein bisschen leid, Ellie, ne? Der arme Kerle. Hm. Ja gut. Dann lassen wir ihn mal hier beim Camp, den guten Mann. Wir könnten ja nochmal versuchen, in der Höhle reinzugehen. Oh! Oh nein. Das hört sich gar nicht gut an. Oh oh. Die KI ist gar nicht so schlecht, ne? Die umkreisen mich hier direkt. Der eine von rechts, der andere von links. Kelvin, Vorsicht. Ich glaube, die wollen uns nichts Gutes. Oder? Kusch, kusch, weg mit euch. Hey, was ist mit ihm? Warum läuft er auf allen Vieren?
Ja gut, ich meine, ich denke mal, solange ich die nicht angreife, sollten die mich auch in Ruhe lassen, oder? Hm, komm, ich nehme Calvin mal mit. Wir gehen mal zu dem nächsten Ort, wo das GPS angezeigt hat. Calvin, bleib stehen. Wir machen so. Folge mir. Du kommst jetzt mit. Ich passe auf dich auf, mein Freund. Die Trottel hier, die ignorieren wir jetzt einfach mal. So, Taste M. Dann schauen wir mal, was hier dieses lila Ausrufezeichen bedeutet, Leute. Oh, Hank, danke schön für den Raid, mein Lieber. Danke, danke. Was habt ihr Schönes gespielt? Freaky, mach's gut. Schön, dass du da warst. Und danke für die Unterstützung nochmal, gell? Ich glaube, du hast gesubbt heute. Dankeschön dafür, ne? So, dann gehen wir mal weiter. Genau. Gucken wir mal, was diese lila Ausrufezeichen bedeuten, Leute. Vielleicht ist das ja ein Ort, wo wir endlich mal Stoff finden. Dann können wir uns auch endlich einen Pfeil und Bogen bauen, ne? Ah, alles klar, Hank. Holt ihr euch auch Forest 2? Also bis jetzt macht es einen guten Eindruck, muss ich sagen. Ich bin halt immer noch total überwältigt jetzt, ne? Die erste Stunde. Alles neu. Wow. Okay. Was haben wir denn da? Calvin, duck dich. Hey. Nicht so auffällig. Genau, duck dich. Bis jetzt Fazit zum Game. Also bis jetzt macht es einen sehr geilen Eindruck, Hank. Aber wir sind selber noch nicht so lange drin. Erst 50 Minuten spielen wir jetzt. Ja, durch den Durst ist mein Charakter auch nicht mehr so fit anscheinend, ne? Oder... Was war denn das gerade eben? Hä? Ach krass, guck mal, die haben hier so einen Anführer hier, der auf dem Thron sitzt. Oh krass. Warte mal, wenn ich jetzt den Anführer ausschalte, Leute, dann dürften doch die anderen voll verwirrt sein, oder? Was? Wo ist denn der Pfeil gelandet? Wow! Okay. Jetzt ist Krieg. Oder auch nicht. Nein! Nein! Mit zwei Schlägen macht er mich weg. Oh no! Wow, ist er stark. Oh no. Und das hat nicht geklappt, deswegen konnte der nicht so easy niederstrecken. Hey, runter, runter. Was macht er da mit seinen Fingern? Wie so eine Raubkatze. Das probieren wir jetzt aus, Ellie. Da verstecken wir uns jetzt. Und jetzt warten wir, bis der Anführer sich hinsetzt. Komm, wir beobachten die jetzt einfach mal ein bisschen. Bis jetzt scheint alles gechillt zu sein. Oh, der Anführer ist gar nicht mehr zu Hause. Die beiden hier scheinen auf die Jagd zu gehen. Oh! Oh, oh. Hat er mich gerade gesehen? Hallo? Ja, er hat mich gesehen. Hey, was machen die anderen da? Die beten da irgendwas am Feuer an. Und er läuft hier rum wie so ein Bekloppter und weiß nicht, was er tun soll.
Ich verstehe gerade das Verhalten nicht, ne? Der eine. Der hat die anderen noch nicht gewarnt, komischerweise. Also es scheint die nicht zu stören, dass ich hier bin. Entschuldigen Sie bitte. Hallo, ich bin nur auf der Durchreise. Ich wollte kurz fragen, gibt es hier irgendwo irgendwie einen Flugplatz, wo ich wieder von der Insel runterkomme? Ich will euch nichts. Ich glaube, die wollen mich zum Essen einladen, oder? Sonst würden die sich nicht so freundlich um mich stellen. Wow! Alter, das bedeutet Krieg. Okay. Da ist der Anführer. Boah. Oh Gott. Okay, der war aber ganz schön unbeeindruckt von mir. Oh shit, meine Lebenspunkte sind schon wieder extrem niedrig. Okay, nee, Leute, das lassen wir. Ich habe gerade eben schon wieder fast meine ganzen Lebenspunkte verloren. Nur durch wenige Schläge. Kelvin, komm mit. Oh, wo kommt er her? Stirb! Okay, den ersten hätten wir. Oh, Kelvin, geh lieber weg. Wow! Wow! Ich bin fast tot! Scheiße, hau ab, Kelvin, lauf! Ah! Oh Gott. Okay, die hängen wir ab. Das hat keinen Sinn. Wow. Wow, Leute, ich find's echt krass. Wir sind auf einem normalen Schwierigkeitsgrad. Und die Angriffe der Gegner sind jetzt schon ganz schön. Ja. Die haben Schmackes, ne? Okay, das war's. Wir haben die offensichtlich abgehängt. Wow, okay. Wir müssen gleich nochmal ein bisschen Fleisch grillen. Ah, verdammt, keine Ausdauer mehr. Ah. Ja, und einen Bogen müssen wir bauen. Ja, komm, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir Stoff finden. Erst Stoff finden, dann können wir jagen gehen. Vorher hat das auf jeden Fall erstmal keinen Sinn. Die Kannibalen, die lasse ich jetzt erstmal in Ruhe. Dann werden wir gleich noch schauen, dass wir nochmal Fleisch grillen. Das können wir eigentlich jetzt sofort machen, ne? So, wie war das nochmal? Man muss jetzt hier die Stöcke in die Hand nehmen. Dann auf den Boden legen. Genau, und dann anzünden. Dann grillen wir Fleisch, dass wir die Lebenspunkte hochbekommen. Und dann gehen wir zu dem lila... hier... Ne, zu diesem lila... Was auch immer das sein soll, dieses Ausrufezeichen halt. Unser nächstes Ziel. Amon schreibt gerade, jetzt bekomme ich voll Lust auf den ersten Teil. Also vom Gefühl her bis jetzt muss ich sagen, Leute, nach einer Stunde, wenn man den zweiten jetzt angefangen hat zu spielen, allein schon vom Gameplay her, wird man keine Lust mehr auf den ersten Teil haben, weil das fühlt sich alles viel runder irgendwie an, hier in Teil 2. Das ganze Gameplay ist irgendwie intuitiver auch. Ah, verdammt! Da rennt das Reh wieder weg. Warte mal, wir könnten versuchen, dort hinten, dass wir vielleicht das Reh hier hinten abwerfen. Das sind so viele, ne? Eigentlich. Ja! Halt, warte, jetzt. Ja! Ah, das gibt's doch nicht. Wir müssen auf jeden Fall ein so ein Viech killen. Vielleicht doch einen Kopftreffer, ne? Ah, verdammt. Vorhin hat das so gut funktioniert mit der Axt. Ja, warte mal, vielleicht kann man mit der Axt schneller laufen und deswegen hat das vorhin geklappt. Vielleicht haben wir einfach die falsche Taktik. Oh, ein Hase wäre da noch gewesen. Warte mal. Wir hatten doch Fleisch schon draufgelegt. Das Feuer brennt doch gerade noch. Das eine Stück können wir ja schon mal essen. Nom, nom, nom. Oh, das ist schon verbrannt. Das hat jetzt aber nicht viel gebracht. Und es hat auch ein bisschen Wasser abgezogen. Das Essen von dem... Ah, verdammt, jetzt hat er mich bemerkt. Das
Ging gerade nicht schnell genug. Das nächste Mal hole ich meinen Speer über die Schnellleiste wieder raus. Hier ist ein Hase. Den holen wir. Ja! Hat geklappt. Okay. Gut, dann machen wir den Hasenbraten noch. Die Blaubeeren sind auch nicht mehr so krass OP wie jetzt noch im ersten Teil. Ne? Also im ersten Teil, man hat ja wirklich nur so 7-8 Blaubeeren gegessen, ungefähr. Und dann war man ja schon relativ voll mit Essen und Trinken wieder. Das ist jetzt nicht mehr so im zweiten Teil. Und das, obwohl das nur der normale Schwierigkeitsgrad ist. Hä, habe ich den Speer vorhin nicht aufgesammelt? Ah, warte mal, wir müssen ja wieder neu verknüpfen jetzt, ne? So, zack und zack. Genau. So geht das nämlich. Alright. Dann versuchen wir es mal nochmal. Der da hinten, der liegt gerade so gemütlich in der Wiese rum. Den kriegen wir jetzt. Franke, grüß dich. Er hat es in den Kopf. Was? Das war doch voll drauf. Jetzt sagt bloß, dass es über ihn drüber geflogen. Oh Mann. Moment, halt, ich habe ja die Schnellleiste hier. Da muss ich mich auch noch dran gewöhnen, dass man jetzt einfach den Rucksack so in die Hand nehmen kann. Okay, also man merkt sich, wenn man weitere Entfernungen werfen möchte, dann muss man so einen Ticken niedriger zielen. So ungefähr. Jetzt ist es schon wieder daneben gelandet. Ich werde verrückt. Ah, komm her. Stirb. Oder auch nicht. So, gib mir meinen Speer. Wir kriegen das noch hin, Leute. Wir kriegen heute noch unser Tier. Oh, jetzt ist der Speer wieder hier drin gelandet. Jetzt muss ich den wieder neu verknüpfen. So, zack. Warte mal, kann ich auch mehrere bauen jetzt? Oder ist das wieder so wie Teil 1 restriktiert? Ja, ist es, oder? Nee, man kann sogar zwei bauen hintereinander. Ey, das ist geil. Man muss also keine Speertasche mehr bauen wie im ersten für Forest. Man kann gleich mehrere jetzt machen, das ist gut. Okay, da haben wir nochmal einen Hasen. Okay, dann machen wir jetzt das, was wir gesammelt haben, nochmal. Das Hasenfleisch sollte erstmal reichen. Oh, ich merke auch gerade, ich muss dringend was trinken. So, wir fachen das Feuer nochmal neu an. Zack, und... Hä, habe ich nicht zwei Hasen gesammelt? Wo ist denn der andere Hase hin? Egal. Tun wir mal so lange ein paar Bärchen nochmal füttern. Bis das Fleisch fertig ist. So... Hilft zumindest ein bisschen gegen den Durst auch. Ah ja. So, und schon ist fertig. So, jetzt schauen wir mal, wie viele Lebenspunkte gibt das. Ah, fast ein Viertel Leben hat das jetzt gegeben, Leute. Okay. Also jagen lohnt sich. Mensch, der Arme. Ich würde am liebsten mit ihm mal baden gehen, ne? Um so ein bisschen den Unrat aus seinem Gesicht zu wischen. Hat er Blut abbekommen durch einen Kannibalen? Anscheinend hat er einen Angriff abbekommen. Der Arme. Na gut, komm mit, Calvin. Ich pass auf dich auf, die tun dir nichts. Solange ich an deiner Seite bin. Okay. Gut, dann schauen wir mal, wo das jetzt hier hinführt. Das Ausrufezeichen.
Na, folgt er mir? Ja. Kleines Stückchen noch. Oh! Oh, hallo. Ja, den ignorieren wir einfach. So, jetzt müssten wir gleich da sein. Ich bin immer noch total, ne? Ganz perplex, Leute. Es ist alles so ungewohnt und neu. Oh oh. Da. Wow, oh Gott. Oh, raus hier. Hey, das ist voll gefährlich hier in dem hohen Gras. Habt ihr gesehen, da waren gerade überall so Kannibalen. Vereinzelt. Boah, das sind voll viele. Was haben wir hier? Ah, Stoff. Ah, wo ist die Axt jetzt wieder hin? Wieso ist die Axt jetzt wieder nicht im Rucksack drin? Oh nein! Oh, ich habe ihn erwischt. Ich habe extra zur Seite geschlagen, um das Teil hier zu bekommen. Aber irgendwie kann man das nicht kaputt hauen. Okay. Nein, Calvin! Er rennt weg, weil ich ihn geschlagen habe. No! No! Oh, ich habe extra mich zur Seite gedreht, damit ich ihn nicht erwische. Oh, tut mir leid, mein Freund. Folge mir. Oh, Mann. Oh, es tut mir so leid. Hoffentlich verzeiht er mir. Calvin, es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Hm? Oh, nein. Er ist verärgert. Oh, nee. Ich muss ihm irgendwas geben. Ja, das war's mit unserem Ziel. Ich muss erstmal gucken, dass Calvin wieder Best Buddies mit uns ist. Ich versuche ihm mal ein paar Beeren zu schenken. Komm, vielleicht ist er dann. Vielleicht ist er dann wieder besser auf mich zu sprechen. Ja, jetzt kann ich ihm natürlich nichts schenken. Ja, das finde ich aber blöd, ne, dass ich ihm nichts zu essen geben kann oder so. Um mich mit ihm versöhnlich zu stellen. Die KI, also er ist auf jeden Fall stumm, wäre das, ja. Er ist stumm, weil er bei einem Absturz praktisch so einen Schlag wegbekommen hat. So, folge mir. Okay, Calvin, jetzt bitte keine Widerworte. Es tut mir leid, wegen vorhin, aber wir sind hier in einer quälichen Lage. Wir haben jetzt keine Zeit für Streitigkeiten. So, dann gehen wir mal weiter. Du bist müde, baue einen Unterschlupf. Oh ja, das sollten wir auch machen. Hey, yo, ne, zum Lebenspunkte wiederherstellen, Leute. Da ging doch auch im ersten Teil immer, dass man geschlafen hat. Im Unterschlupf. Das sollte doch jetzt auch wieder gehen. Ah! Das Ding hier ist der Point of Interest. Aber ich kann hier nichts machen. Ja, wahrscheinlich brauchen wir eine Schaufel oder so, hm? Das ist schon der Point of Interest, Leute. Da hätten wir hinlaufen müssen. Ja gut, aber ohne Schaufel, was soll ich jetzt machen, ne? Na gut.